Okay, hallo zusammen. Ich bin der Peter aus München, Freifunk München. Und ich habe heute einen kleinen Talk mitgebracht, und zwar so einen Erfahrungsbericht, wie wir Freifunk in den Asylbewerberunterkünften installieren. Ich habe sehr viele Fotos mitgebracht. Wir können uns mal anschauen, was wir dort vorfinden, wie wir vorgehen, was wir dabei lernen, was halt auch nicht geht. Und ja, vielleicht hilft es einigen anderen, wenn man in der Form weitermacht oder eben auch solche Installationen plant. Ich habe drei Sachen mitgebracht. Das eine ist im Münchner Osten, das andere ist beides in der Innenstadt. Und ich fange mal mit dem ersten im Osten an. Das ist eine sehr alte Unterkunft, das ist eine Barackenanlage. Es sind drei Holzbaracken oder vier eigentlich, mit eine vierte wurde dazu gebaut. Und die gibt es schon seit über 10 Jahren, das heißt alte Herstellung, Holzwände, und die haben wir uns mal angeschaut, die haben keinen Freifunk, auch keine Leitung vor Ort gehabt, und da war halt der Wunsch, ob man nicht was machen kann. So ungefähr sieht die Anlage aus, man sieht also, es ist ein flaches Gelände, wir haben Holzbaracken, verschiedene Ausfertigungen, also die Perspektiven, Abstände 30, 40, 50 Meter voneinander. Und hier war eben so der Plan, wie könnten wir jetzt die drei Unterkünfte versorgen, also zentralen Anschluss legen und dann halt entsprechend weiter verteilen. Hier nochmal so ein paar Eindrücke. Es sind also Holzbaracken, das ist schon mal ganz gut aus Sicht von Access Points. Wir haben ja auch Unterkünfte aus Metallcontainern, wo ich Ausbreitungsprobleme ohne Ende habe, wo ich eigentlich Kabel von Container zu Container legen muss. Hier sieht es besser aus. So sehen dann die Gänge von innen aus. Da gab es auch schon die erste Anmerkung. Die Frage war ja, wenn man hier was an die Decke hängt, könnte man vielleicht ein Metallgitter drum machen, ein Käfig, dass es nicht mitgenommen wird. Okay, Metallgitter um den Access Point ist keine so gute Idee, aber anscheinend dieses Problem, wie kann ich die so unterbringen, dass sie halt nicht mitgenommen werden, ist gar nicht so trivial zu lösen. Aber wir haben nachher mal ein paar Lösungen gefunden. Das ist so die Verkabelung für Fernsehen und Strom in den Baracken, also durchaus, ich sage alt, aber es war dann auch egal, ob wir Löcher bohren, das war für die Anwesenden jetzt nicht so relevant. Dann gibt es ein Büro von der Caritas betrieben, das dort die Anschlüsse nutzt. Es gibt dort einen Anschluss für Internet, den wir natürlich nicht nutzen können. Das ist halt spezielles VPN über einen Cisco-Router, den wir so nicht verwenden dürfen. Macht auch gar keinen Sinn, sondern hier war der Plan, was Eigenes zu legen. So sah die Installation dort aus vorher. Ich glaube, kennt man, kann man sich gut vorstellen. Es gab auch gleich die freundliche Bitte, wenn wir denn sowieso kommen, ob wir das vielleicht bei der Gelegenheit mal aufräumen können und vielleicht ein Regal hinstellen können und ein bisschen schön machen. Haben wir dann zugesagt, dass wir es so machen. Und wäre dann eigentlich eine einfache Übung, macht die Sache ja nur noch stabiler und sicherer. Wenn man sich jetzt anschaut, wie die einzelnen Baracken aufgeteilt sind, war es nicht ganz so leicht zu überlegen, wie kriegen wir jetzt in die einzelnen Baracken das Internet drüber gelegt. Also man sieht schon, das sind gepflasterte Wege. Mal eben eine Leitung buddeln in die Erde ist nicht so trivial, aber wir haben gesehen, da gibt es oben so eine Art Dachboden. Und da kam eben die Idee auf, stellen wir vielleicht die Access Points gleich oben drauf aufs Dach, dann sind sie auch außer Sicht. Jetzt haben wir uns den Dachboden auch angeschaut. So sieht es dann da aus. Also durchaus gut Platz und Raum. Einige Kabel liegen da schon. War die Idee, ob wir die vielleicht wiederverwerten, wollten wir nicht. Aber im Prinzip, also Voraussetzungen gar nicht so schlecht nach der Begehung. Ich glaube, da können wir was machen. Und dann gingen wir in die Planung. Und die erste Idee war, da wir keine Leitung haben, wir nutzen vielleicht eine Bridge über 4 Hops. Denn es gibt schon eine Verbindung in der Nähe. Da ist eine Strecke, die existiert bereits. Da wohne ich dann, schicke das Signal hier weiter zu so einer Installation. Man könnte vielleicht dann weitere Leitungen aufbauen, aber ehrlich gesagt wurde es dann doch komplex, weil dann haben wir hier mehrere Kilometer Strecke, müssten über eine Schule drüber und dann wurde es wieder umständlich. Also haben wir gesagt, das verwerfen wir mal, den Entwurf. Hätte mir Spaß gemacht, so aus Antennensicht, aber wir haben es dann halt doch ein bisschen anders lösen wollen. Am Ende hatten wir dann mehrere Entwürfe zusammengestellt, so ein bisschen von Low-Cost bis High-End. Ein Budget von 900 Euro, was wir bekommen haben, das heißt ausgelegt, aber zurückerstattet. Und wir haben einen Sponsor gefunden für einen DSL-Anschluss, der das 2 Jahre zahlen würde. Und dann haben wir die Planung halt konkretisiert. Und ungefähr so hat es sich dann ergeben. Man würde heute vielleicht 2, 3 Dinge anders machen, aber so der Gedanke war, wir haben hier einen Offloader, einen Futro-basierten Offloader, den wir nutzen an der Leitung, verteilen dann halt hier lokal im Gebäude schon mal 2 Access Points und dann meshen wir mit 2 TP-Link-Routern über die Fläche in die einzelnen Baracken. Das Mesh-Signal wird empfangen und dann lokal nochmal hier zu den Access Points auf dem Flur weitergegeben.
So war das Konzept. Wir haben die Kanäle entsprechend gewählt, dass wir wenig Airtime verbrauchen auf den Kanälen. Hat auch genauso nachher funktioniert, mit einem passablen Durchsatz. Also so ungefähr waren dann die Installationen. Alle waren der Meinung, das können wir so machen. Wir haben dann die entsprechenden Kosten geschätzt, die so auf alle zukommen. Kleine Teileliste mal mit beigelegt. Was brauchen wir eigentlich alles? Wir haben damals mal zum Test den ersten Ubiquiti Access Point da mal mit eingesetzt mit einer Stock-Firmware, also nicht nur Freifunknoten, also ein bisschen weg von der reinen Lehre. Aber er hat sich bewährt, hat immer noch dann den besten Zugang gewährleistet für die Clients. Das war tatsächlich nachher eine praktische Geschichte. Gut, dann haben wir das Ganze mal im Testaufbau betrieben, alles eingerichtet, vorbereitet und sind dann halt in dem Team von 5 Freifunkern hin am Samstag und haben halt installiert. Also wirklich draußen an den Gebäuden die entsprechenden TP-Link-Router. Dann haben wir unter Dach die 1043er installiert. Und um zu vermeiden, dass wir auf dem Dach dort 220 Volt Netzteile hinlegen mit eventuell heißen Temperaturen im Sommer und all so Dinge, ich sehe schon, würden viele nicht machen, haben wir es über passive PoE-Adapter geführt, den Strom. Waren hat durchaus lange Strecken, 20, 25 Meter, was hat problemlos funktioniert. Das heißt, ich kann die Router damit versorgen, einfach über die normale Cat6-Leitung. Hat auch den Vorteil, dass die Netzteile alle zentral gesammelt werden, in den einzelnen Baracken, an einem Anschlusspunkt, den ich auch ein- und ausschalten kann, für den Fall, dass jemand mal an dem Setup nochmal ein Reset durchführen muss. Ja, Anschlusspunkt haben wir dann auch schön gemacht. Wir haben es ordentlich gepatcht. Also es hat dann nachher richtig gut ausgesehen. Wir haben Lob bekommen für das Regal und für die ordentliche Installation. Das heißt, auch da kann man, glaube ich, viel erreichen, indem man ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Gegebenheiten und denen dann auch vor Ort ein bisschen hilft, das Ganze ordentlich und schön zu machen. Man sieht den Offloader, die paar Kleinigkeiten, die wir noch haben an Switches und das Ganze haben wir dann sauber installiert. Das hat dann auch so ausgesehen in den jeweiligen Baracken. Das sieht jetzt etwas wüst aus, aber das ist der Anschlussschrank, wo dann eben auch das Fernsehsignal verteilt wird auf die einzelnen Räume. Und dort haben wir uns einfach mitunter eingenistet mit einem Schalter dran. Das heißt, wenn es mal nicht geht, erst bitte hier aus einschalten. Der Effekt, das ist dann auch genauso gemacht worden, wenn es mal irgendwo geklemmt hat. Und das macht die Sache natürlich ganz bequem, weil wir eben auch auf lokale Ressourcen vor Ort mit zugreifen konnten. Das nochmal so ein zweites Bild. Wir haben dann unsere Kabel selber nochmal gekrimpt, also zusammengesteckt, unsere Anschlussleitungen, und das hat dann gut funktioniert. Als nächstes haben wir ein bisschen geholfen. Wir haben dann ein bisschen Relationship Management betrieben und der Caritas dann schon mal haben die informiert jetzt, wie sieht es denn jetzt aus. Ab sofort steht Netz zur Verfügung, noch ein bisschen wackelig. Das hat er wirklich so trivial wie möglich beschrieben, dass wir hier die Unterstützung weiterhin bekommen. Hier steht, dass wir auf einen Anschlusstermin warten, weil wir haben dann die Leitung bestellt, um später umzusteigen von dem LTE-Zugang, den wir zum nächsten Mal genutzt haben, um es überhaupt in Betrieb zu nehmen, auf VDSL umzuschalten. Was wir auch noch beigelegt haben, ist so ein mehrsprachiger Flyer. Den haben wir auch zum Download, der nochmal darauf hinweist, gerade wenn man wenig Bandbreite hat, dass man bitte Fair Use nutzt, also sich die Bandbreite teilt, nicht übermäßig Video-Downloads macht, weil sich das alle teilen. Den gibt es bei uns als PDF, kommt sehr gut an, weil eben auch die Betreuer vor Ort einfach nochmal diese Zettel ausgehängt haben und damit dann eben auch ein gutes Verständnis bei den Anwesenden dort bekommen haben. Ja, und so lief die Installation dann auch am Ende noch mit LTE. Hat gut funktioniert. Das ganze Setup war praktisch. Wir haben noch ein bisschen optimiert an den Kanälen, aber an sich hat es gut funktioniert. Wir haben ungefähr 1,5 Terabyte Traffic erzeugt über LTE, da mussten wir aufhören, weil uns dann im Prinzip das Limit ausging. Wir konnten nicht mehr machen. Ich komme gleich nochmal darauf zu sprechen, was jetzt der aktuelle Stand ist und wo das Problem ist. Aber es hat hervorragend funktioniert. Es macht immer wieder Spaß, wenn man sowas installiert, die glücklichen Gesichter zu sehen. Interessant auch diesmal bei der Installation hatten wir einen dabei, der wirklich viel mitgemacht hat, beim Setup mitgebaut, hochinteressiert war und also auch fachlich irgendwie so die richtigen Begriffe nannte. Und da stellt sich halt raus, der hat einen Master of Computer Science aus Syrien und kennt sich aus. Der ist jetzt unser Admin, macht einfach mit. Also auch mitmachen war ganz einfach und wir haben also jetzt einfach vor Ort Leute, die sich dann auch auskennen und helfen können. Leider sind wir momentan offline und das liegt daran, dass wir das LTE nur für den Übergang gedacht hatten.
Nun hieß es aber, die Leitung kommt, ja, kommt aber nicht. Und plötzlich waren dann Bauarbeiten notwendig. Und das Ganze dauert ein Jahr. Es ist noch nicht fertig. Das heißt, noch ist die Leitung nicht gelegt und wurde mehrmals verzögert. Also ich habe irgendwie dann ein Schreiben bekommen, dauert noch. Und jetzt ist sie halt geplant, die Bauarbeiten dann für Anfang des Jahres. Ich bin nicht ganz sicher, ob wir es jetzt so machen wollen oder ob wir nicht eine Alternative finden. Ein Gedanke war, dass wir die Schule von gegenüber nutzen, um vielleicht dort noch eine Strecke aufzubauen. Eine 5 GHz Bridge hat nicht funktioniert in der Form, wurde so jetzt nicht akzeptiert, wie wir es machen wollten. Inzwischen gibt es aber neue Mitstreiter aus der Umgebung, auch aus der Nachbarschaft, vom Helferkreis. Das heißt, wir überlegen gerade, ob wir nicht vielleicht doch noch eine neue Bridge bauen können von benachbarten Wohngebäuden, um dort halt wieder die Versorgung sicherzustellen. Aber jetzt kommen noch verrückte Ideen, ob wir nicht eine Faser legen, dann legen wir mal zusammen und legen die dann einfach mal ums Feld rum, weil der Nachbar hat tatsächlich einen Zugang. Also wir sind dann wieder am Improvisieren und bauen uns gerade ein paar neue Ideen auf. Also offline leider. Aber wir arbeiten daran, sie wieder online zu kriegen. Ja, zweites Projekt in der Innenstadt. Ganz anders. Eigentlich sieht es viel einfacher aus, wenn man sich das mal anschaut. Es ist eine ganz moderne Einrichtung, die wurde gerade erst gebaut. Das heißt, es ist einer von diesen neu konstruierten Bauten. Das heißt, es ist so ein typischer Block, 3 Etagen, in 2017 gebaut. Circa 40 bis 50 User sind zu erwarten. Und wir haben einen eigenen DSL-Anschluss bekommen, wurde bestellt und der ist dann halt auch verfügbar. Allerdings nur mit 16 Mbit war nicht mehr verfügbar. Das ist tatsächlich dieses Problem Münchner Innenstadt. 16 Mbit kriege ich, war mehr nicht verfügbar an der Stelle und ist auch noch nicht weiter gelöst. Wir haben viel Unterstützung bekommen von der Heimleitung, weil sie gute Erfahrungen mit Freifunk bereits gemacht haben und gerade diese neue Einrichtung jetzt übernommen hatten. Also beste Voraussetzung. Auch technisch würde ich sagen, sieht das anders aus. Das heißt, ich habe bereits eine strukturierte Verkabelung, ich habe einen Anschlussraum, ich habe in den Räumen meine Cut-Steckdosen. Das heißt, eigentlich sah das Ganze einfach aus. Nur jetzt kommt auch hier wieder die Tücke im Detail, weil die Dosen, die wir bräuchten, so in der Mitte der jeweiligen Flure, liegen halt in den Räumen der Bewohner. Jetzt haben wir halt solche Effekte, dass da halt die Dosen liegen. Und das funktioniert nicht. Das heißt, dann entstehen halt die Effekte, das ist mein Router, den schalte ich ein, wenn ich brauche oder ab, wenn ich ihn nicht brauche. Das heißt, wir kommen hier nicht weiter oder gar so Effekte, dass sie vielleicht vermietet werden untereinander. Nach dem Motto, ich habe den hier stehen, ich kann ihn einschalten, aber ich hätte gerne dafür Geld. Das heißt, so Szenarien entstehen, dass die Sache nicht einfach macht. Also mussten wir ein bisschen improvisieren, Leitungen legen, obwohl wir halt diese Anschlüsse verwenden konnten aus den anderen Räumen, wo halt mehr Büroräume waren oder Aufenthaltsräume. Und haben das Ganze dann im Setup gemacht. Also waren wir uns wieder getroffen im Team, aufgebaut, also das typische Freifunk-Szenario. Ich sehe gerade, Friederike ist im Bild, war mit dabei. Hat wieder richtig Spaß gemacht. Wir haben alles aufgesetzt, eingerichtet. Wir haben dann das Ganze sauber konfiguriert. Also wer da mehr wissen will, wie wir es machen, auch mit einer VLAN-Konfiguration, dass wir so die Access Points managen, können wir gerne drüber sprechen. Haben unseren Cisco-Router dort eingesetzt, hatten den eigenen Anschluss und hier wieder einen Offloader, einen Futro-Offloader. Alle blauen Kabel von Freifunk und haben damit ein Setup mit 3 Access Points auf jeder Etage eingerichtet. Ja, ging relativ schnell, das war einfach. Hatten wir gedacht, weil es hat nicht funktioniert. Wir hatten kein Netz auf den Etagen, auf der einen ja, auf den anderen beiden nicht. Es gab einfach keine Verbindung. Wir haben gedacht, das lag an uns. Wir haben bestimmt die Kabel nicht entsprechend an die Stecker bekommen. Nochmal schauen. Wir haben ja auch nur die Dosen benutzt. Also eigentlich konnten wir uns nicht vorstellen, wo das Problem war. Das ist eine Dose, die wurde sogar benutzt von einem PC dort im Raum. Die war aktiv und wir haben gesucht, gemacht, getan, alles geprüft, hin und her. Wir haben uns selber nicht mehr klar, also wir haben überlegt, haben die da A und B vertauscht, haben sie die Bezeichnung der Dosen, das kann doch nicht angehen. Wir haben lange gesucht, wir haben alles probiert und nach ungefähr 2 Stunden haben wir gedacht, es muss irgendwas sein, was nicht in Ordnung ist. Dann haben wir uns die Dose näher angeguckt und dann haben wir gesehen, die Dose und nicht nur die, sondern fast alle Dosen sahen so aus. Wären wir nicht drauf gekommen am Anfang und haben uns die alle wieder gerade gebogen. Ich weiß nicht, was da mal drin gesteckt hat, dass das so aussieht, aber es war durch die Bank waren die Anschlüsse verbogen. Witzigerweise, das ist die 1,5er Dose, die sogar in Betrieb war für den PC dort. Also anscheinend kam noch ein bisschen was rüber, 4 Adern, das hat gereicht. Also das war eigentlich ein schönes Beispiel, worauf ich als achten muss. Die Checkliste wird immer länger für unsere Installationen, die wir machen.
Die Einrichtung ist online und stabil. Das ist jetzt mal ein Snapshot von gestern. Läuft, ist hier dann regelmäßig in Betrieb. Zwar mit verringerter Bandbreite, weil wir einfach nur diesen geringen Uplink haben, aber es hat sich gut eingespielt. Alle können damit vernünftig umgehen und es passt. Also wir kriegen keine Beschwerden. Auch statistisch immer so die Userzahl zwischen 20, 30, die permanent dann halt jetzt um 7 Tage Überblick an den Stationen arbeiten. Also funktioniert, passt. Wir haben immer wieder ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Einbruch der Linkqualität, wenn zu viel passiert. Aber wir haben halt hier die Beschränkungen momentan, wo wir so nicht rauskommen. Gibt vielleicht noch eine Idee aus der Nachbarschaft, weil wir da wieder eine Installation gemacht haben, ob wir nicht eine Strecke, eine Richtfunkstrecke aufsetzen, eine Bridge. Gucken wir uns als nächstes an. Also hier durchaus positiv, hat prima funktioniert, wir haben viel dazugelernt, wir haben auch schon ein Gefühl für, was wirklich alles noch kaputt gehen könnte vor Ort. Wir haben ein kleineres Problem, weil jetzt ein Brandschutzproblem entsteht. Die Notwendigkeit, den Access Point etwas weiter weg anzukabeln, hat dazu geführt, dass wir halt im Fluchtweg ein Kabel hingelegt haben. Es kam die Aufforderung, das bitte mit einem Brandschutzkanal zu versehen. Das wird teuer, machen wir nicht, wir bauen es jetzt entweder zurück oder in eine der Räume rein, dann aber so an die Decke, dass wir das Problem wieder auf diese Weise umgehen können. Also hier, man lernt nie aus. Und nächstes Projekt ist halt den Uplink verbessern, weil das eine sehr schön stabile Umgebung ist dort. Und da wäre es gut, wenn wir noch mehr Bandbreite bekommen könnten. Das dritte Projekt hängt ein bisschen damit zusammen. Da haben wir so die ganzen Erfahrungen, die neuesten so zusammengeführt und mal verschiedene Sachen kombiniert. Eigentlich war das eine Anfrage, die primär mit Asylbewerbern gar nichts zu tun hatte, dann aber sekundär doch. Da ging es um ein Urban League Projekt in München. Da wurde der Nussbaumpark für 3 Monate bespielt mit entsprechenden Buden, Kulturevents. Und dieser Park war so angelegt, dass ich halt keine Versorgung vor Ort bekommen konnte. Auch durch Bäume umgeben. Also wir konnten ihn nicht mit Freifunk versorgen. Aber die benachbarte Kirche wäre durchaus eine gute, ein guter Anschlusspunkt für einen Uplink, den wir vielleicht nutzen können. Und dann haben wir dann mit denen gesprochen und sieh an, in der Kirche gibt es auch diverse Einrichtungen und Unterrichtsräume, Sprachlehrkurse für Flüchtlinge, die dort regelmäßig sind. Und genau da hatte man auch das Problem, eigentlich bräuchte man dort längst ein besseres Internet, hatte aber nichts im Kirchturm, in den entsprechenden Seminarräumen. Und ob man das nicht bei der Gelegenheit dann kombinieren könnte. Und das haben wir gemacht. Das heißt, wir haben dann hier ein Konzept geschrieben. Das machen wir jetzt eigentlich immer so. Also ein richtiges Freifunkkonzept. Was haben wir vor? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Was gibt es für Potenziale? Was für Herausforderungen? Worauf muss man achten? Wer wäre der Ansprechpartner? Wir dokumentieren, was wir vorhaben. Also nutzen die Kirche in dem Fall als Anschlusspunkt und senden halt das Signal dann auf die Fläche in den Park. Das hat ganz toll funktioniert. Wir haben in wenigen Tagen uns wirklich perfekt geeinigt und dann durften wir loslegen und haben das Ganze installiert. Haben auch hier wieder so einen Plan gemacht, wie wir uns das ungefähr vorstellen. Das sind jetzt so ein bisschen 2 Versionen. Das war die erste Idee, das war die zweite, wie sie nachher wirklich läuft. Man sieht ein paar Unterschiede, aber im Prinzip haben wir auch hier einen Anschlussraum, haben eine eigene Leitung gelegt, bestellt. Hier übrigens nur 150 Meter entfernt von der anderen Installation habe ich eine 100 Mbit Leitung bekommen. Ist einfach der Anschlusskasten auf der anderen Seite der Straße, anders verkabelt. Wir haben auch hier wieder einen Futro Offloader genommen. Und dann ursprünglich hatten wir eine Zweidrahtleitung genutzt mit 2 Modems, um in den Kirchturm zu kommen, oben in die Räume. Haben aber festgestellt, dass dort doch Kabel liegen, haben die dann halt neu verkabelt und haben dann halt entsprechend in den Räumen dort Freifunk-Access Points geliefert. Und vom Büro der Kirche über eine Bridge dann draußen in den Park Internet gesendet, also das gleiche Freifunk dann auch noch draußen für den Park. Und das hat ganz hervorragend funktioniert. Da wurden auch Podcasts gestreamt und Radiosendungen produziert, alles in dem Park, alles mit Freifunk. Also war eine ganz klasse Geschichte. Hier sieht man noch so ein paar Kleinigkeiten, da können wir nochmal drüber sprechen, aber vielleicht nach dem Talk, weil so viel Zeit wird nicht sein, dass wir nochmal innerhalb oder nach dem Futro, nach dem Offloader nochmal einen Router installieren mit einem Pi-Hole, um zum Beispiel auch nochmal Werbeblocker abzubilden in dem danach gelagerten Netz. Ist ein bisschen dem Problem geschuldet, dass wir momentan in München ein bisschen Schwierigkeiten haben mit unserer Infrastruktur, weil wir groß gewachsen sind. Haben wir Performance-Probleme, DHCP-Probleme, könnten sowas ein bisschen umgehen durch solche Dinge. Da haben wir ein bisschen was gebastelt. Gut. Ja, aktuell
Die erste Saison ist durch. Dieser Event wird dreimal stattfinden, also jedes Jahr drei Monate bis 2020. Hat hervorragend geklappt. Wir haben großes Lob und auch, glaube ich, ein bisschen dafür gesorgt, dass die Stimmung wirklich gut ist in München für Freifunk. Also wir sind immer willkommen. Es gibt jedes Mal ein Bier, wenn man sagt, man kommt von Freifunk. Das ist gut, weil alle nutzen es. Wir haben in München so am Tag so rund 40.000 individuelle User, die sich einloggen über den Tag auf knapp 2.000 Access Points. Und das ist schon eine schöne Zahl und da haben wir jetzt fürs nächste Jahr eine Menge uns vorgenommen. Genau. Es gibt noch ein paar Optionen, die im Raum stehen, ob wir vielleicht auch den Kirchturm nutzen können, um dort Installationen zu machen, um einen Backbone über der Stadt zu nutzen. Da arbeiten wir auch parallel dran. Also hier ist, glaube ich, so der freundliche Umgang mit unseren ganzen Gesprächspartnern immer eine große Hilfe. Und da haben wir sehr viel positives Feedback bekommen und können da weitermachen. Wir dokumentieren das Ganze auch. Im Wiki von Freifunk München gibt es einen eigenen Bereich für dieses Thema, weil wir relativ viele Unterkünfte dort bedienen und bedient haben. Es gibt eine Reihe von laufenden Projekten. Es gibt jetzt wieder ein paar auf der Liste. Also es bleibt nicht aus und wir kriegen langsam Routine in dem Umgang damit und haben eigentlich ein ganz gutes Setup, was wir relativ schnell auch implementieren können. Dann helfen wir uns noch so ein bisschen mit Projektplänen, also wer dort mitmachen möchte, einsteigen will. Es gibt auch ein bisschen strukturierte Anleitungen, wie ich mich dem Thema am besten nähere, was muss ich beachten. Also wir pflegen dann auch hier unsere Checklisten und fügen Dinge hinzu, sodass wir möglichst schnell, effizient und sowas umsetzen können. Also es ist weniger ein technisches Problem in der Regel. Ihr habt es gesehen, bis auf die Überraschungen, die wir so sehen jedes Mal. Aber an sich haben wir die alle im Griff. Und hier geht es jetzt darum, dass wir wirklich schauen, wer ist der passende Sponsor, wer kann mithelfen, wie finanzieren wir die Thematik. Ja, das waren jetzt mal 2,5 Beispiele, wie sowas funktioniert. Und wir fühlen uns damit ganz wohl. Also wenn wir hier ein bisschen Erfahrung austauschen können oder andere Erfahrungen gemacht wurden, die uns nochmal helfen, ist das willkommen. Wir machen das einfach mal so, jedes Mal. Manchmal reicht ein Anruf und dann am Tag später gucken wir schon mal und dann ist es auch schnell gemacht. Und dann haben wir eine schöne Installation kurzfristig umgesetzt. Gut. Das mal so als kleiner Einblick. Vielen Dank erstmal. Genau. Habt ihr Fragen? Gut. Ja, bitte. Ja. Wenn ich das Schaubild richtig verstanden habe, wo gezeigt wird, wie die Infrastruktur aufgebaut ist, um den Park zu bespielen mit Freifunk, sehe ich das richtig, dass die Access Points dort in 5 GHz gefahren wurden? Dass wir was? Dass wir Access? Die Access Points direkt im Park, dass sie auf 5 GHz Band liefen oder? Ja. Und wenn ja, warum? Na, wir haben als Access Points haben wir auch die Ubiquiti Access Points verwendet mit der Stock Firmware, weil sie halt Outdoor arbeiten. Und wir haben auch hier eigentlich nach dem Futro nicht individuelle Freifunk-Knoten installiert, sondern die Original-Firmware verwendet der einzelnen Geräte. Und damit habe ich sie im 5 GHz, 2,4 GHz parallel am Laufen. Ich habe eigentlich viel Kleinunterstützung. Also ich kriege viele Clients gut abgewickelt. Ich kann Features nutzen, die mir halt die Access Points bieten. Also das hat sich ganz gut bewährt. Und da wir keine VPN-Verbindungen innerhalb dieser Access Points aufbauen, sondern im Offloader, habe ich hier das geringste Problem. Also es hat sich bewährt, es ist stabil. Und immer wenn ich halt mal mehr als 20, 30, 40 User bedienen will, ist das ein ganz gutes Setup. Das Mikro ist aus. Okay. Ja. Sonst wiederhole ich die Frage. Ja, die Frage war, wie wir das mit der Finanzierung hinkriegen. Das ist unterschiedlich. Also inzwischen ist Freifunk mein teuerstes Hobby, weil ich eigentlich sehr viel damit mache und das auch sehr gerne selber mache und auch durchaus meine Leitung bestelle und bezahle. Wir kriegen aber durchaus Gelder auch zurück, teilweise aus Spenden. Teilweise haben wir Verbindungen zum Lions Club, die uns auch Geld dafür gegeben haben. Also hier gibt es durchaus immer wieder individuelle Gespräche, nicht jedes Mal die gleichen. Es gibt keinen Standardtopf, den wir sammeln, aber wir kriegen durchaus das Geld wieder rein für die Hardware in der Regel. Gut. Gut. Dann war es das. Gut, soweit so gut. Vielen Dank. Also wir sind ja noch eine Weile hier. Prima.